Hallo und willkommen. Ja, man sieht es ja schon zu einem Schachvideo. Diesmal habe ich sogar etwas hier. Ja, normalerweise dürften die nicht so weit auseinander liegen hier. Mobil 5. Das ist das Mobilgerät, wovon ich gesprochen habe. Level 7. Exklusiv Polga. 42 in 2 Stunden. Was, das ist keine Stufe. 40 in 2 Stunden wahrscheinlich. Level 5. Neidorf-Variante mit G3. Enzyklopädie B91. Mit den Bewertungen sogar bei. Meine Güte, das ist ja fantastisch. Beginnen wir. Ich muss die Brille runtersetzen. In der Ferne sehe ich das dann nämlich verschwommen. E4, C5. Sizilianisch. Springer F3. D6, D4, D4 schlägt. Ich gehe davon aus, dass hier mein Mephisto-Modularbrett wohl schon nicht mal funktioniert hat, was ich ganz am Anfang hatte. Sonst hätte ich wohl. Oder ich hätte das Eröffnungsmodul noch nicht. Springer D4 schlägt. Ich glaube, so ein Exklusiv. Gerät kostet heutzutage, ich will jetzt nicht lügen, aber 500 Euro? Für ein Gerät, was nur Schach spielt? Und wenn einer Spaß am Schach hat, dann ist das eine schöne Sache. Ein bisschen merkwürdig finde ich nur. Pion Springer F6, Springer C3, A6. Neidorf. Also Neidorf-Variante für Schwarz. Ein bisschen merkwürdig finde ich nur, dass bei den heutigen Schachcomputer für 500 Euro, wenn ich mir das so durchlese, oder ich vertue mich da total, immer noch die gleiche Technik drin ist wie in den alten Geräten hier, wie exklusiv Polga oder so. Also diese 8-Bit-Technologie. Man könnte ja zumindest hoffen, dass das irgendwie Megabyte RAM oder sowas hätte. Oder irgendwie sowas halbwegs computertechnisch Stand, meinetwegen 2000. Und nicht hier 1990 oder so. Es sei denn, ich vertue mich da natürlich jetzt extremst. G3, E5, Springer DE2, das ist angegriffen. Springer BD7. Läufer G2. Sieht so aus wie B2, aber das geht ja nicht. Läufer G2. Läufer E7. Rochade und Marmelade. So, der in der Bewertung steht, nehme ich an, dass die mit Buchende war. Vom Mobil 5. Mobil 5 ist übrigens. Das gab ja davor das Vierer-Modul. Also, das ist ja nicht. Das hat ja mit dem Brett nichts zu tun. Das ist ja nur das Modul. Ob man kann es ja in Modular exklusiv von München reinschieben. Man konnte das Vierer-Modul zum Fünfer-Modul aufrüsten, indem man weniger bezahlt hat. Und dann haben die einem, was heißt weniger, ich glaube 250 Mark waren das schon. Dann haben die einem nur den Chip geschickt. Dann hat man den Chip rausgehebelt aus dem Schachcomputer und hat diesen einzelnen Chip mit dem Programm reingesteckt. Und dafür 250 Ocken. Meine Güte. Unfassbar. Also DLCs gab es früher anscheinend auch schon oder was auch wie, ich weiß nicht mal, wie ich das nennen soll heutzutage. Man konnte natürlich theoretisch den Chip dann immer wieder hin und her stecken. Also wenn man dann wieder gegen den Vierer spielen wollte, wieder zurückstecken. Läufer E7, Rocha, der Lipowski, schlafen Sie schon wieder ein. Wissen Sie das denn nicht? Ich bin schon eingeschlafen. Wo bin ich denn jetzt hier? Neuntens Rochade. B5. What? Ach, hier ist doch gar nicht rochiert worden für Schwarz. Ich bin so bescheuert. Ich bin so bekloppt. Ich bin so fähig und
Was kam denn neuntens für Schwarz? B5. Mann, mein Skill, den ich hier beim Ablesen von Partieformularen am Tag lege. Man könnte meinen, ich habe Brillengläser, die so dick sind wie Einmachgläser. Läufer B7. A4. A4 schlägt. Mich wundert, dass hier nicht B4 kommt. Nebst A5. A4 schlägt, finde ich jetzt aber richtig lahm. Turm A4 schlägt. Man muss hierzu noch wissen, dass zumindest das Fünfer-Modul, dass das nicht, dass die Schachcomputer damals nicht gerade die großen Endspielexperten waren. Aber ein bisschen Spaß zu haben beim Schachspielen hat vollkommen gereicht. Der wollte ihn wohl nicht tauschen. Läufer D2, Springer B6. Turm A2, der ist ja angegriffen. Ich gehe weg. Nein, Herr Lipowski, Sie sind doof. Zug zurücknehmen. Wollte die Leute hier mal sehen, hier, damit die mal sehen, wie Turm A1 aussieht. Rochade. Läufer C1. Das ist natürlich super gespielt hier. Fantastisch. Diese strategischen Feinheiten, die ich nicht zu erkennen vermag. Könnt ihr beinahe schon meinen, weiß, wollte Schwarz verarschen, indem er den Läufer mal ein paar Mal zieht. Läufer D3, Läufer C1. Du bist so schlecht, ich ziehe den Läufer dreimal. Dame D3, Springer D7. Springer D5. Der Polgar war aber wirklich ein schönes Gerät. Exklusiv Polgar, das war wirklich eine schöne Geschichte. Mit der Punktmatrix damals. Also nicht so im normalen Display, wie man das hier auf dem. Wie ich das hier bei meinem Telefon zum Beispiel habe. Wo dann natürlich auch nur die Uhrzeit. Das Panasonic-Telefon, wo ich gerade drauf gucke. Springer D7. 16 Springer D7, Herr Lipowski, sind Sie. Gut. Springer D5, Springer. Was geschieht denn hier? Springer C5. Meine Güte, ich habe so gut aufgeschrieben hier. Dame F3. Attacking the Queen. The Queen go by sight. Knight F6. Attacking the Knight. Knight takes the Knight. With check. Ups. Bishop takes the Knight. Ja, beschissenes Englisch, aber man kann zumindest Läufer und Springer und sowas verstehen. Ich hätte dieses Russisch, wo ich gar nichts verstehst. Springer C3. Wir begrüßen Sie zur neuen Weltsprache. Russisch. Sie können zwar auf dem ganzen Globus nichts anfangen mit der Sprache, aber egal. Läufer E7. Turm D1, Springer E6. Also mir erscheinen die Springer E6. Mir erscheinen die meisten Züge sinnlos. Läufer E3, Dame C7. Der will auch mal wieder. Bei 5. Wahrscheinlich ist die Regel hier, 5 Springerzüge, dann hat man gewonnen. Oder 5 Läuferzüge oder was auch immer. Dame G4, A5. Turm A1, Turm AB8. Ich nehme an, der hier nach A1. Alles andere wäre sinnlos, obwohl. Warum habe ich das nicht hingeschrieben? Turm A1. Turm D3 muss der Turm gewesen sein. Turm AB8. Dame H5. Läufer C6. Man kann ja jederzeit das Video pausieren, wenn man hier episch rumanalysieren will. Oder sich das mal angucken möchte. B3. Läufer D7. Fantastisch, diese strategischen Feinheiten, die ich alle nicht erkenne. Turm D3, G6. Ja gut, da erkenne ich ja zumindest, dass der jetzt verdoppelt werden soll und dass der die Dame angreift, G6. Dame E2, Turm BC8. Turm BC8. Als ob der Opa die Figuren zieht. Turm BC8, Turm A2, Springer C5.
Wow, und der Zug hier, das ist so fantastisch. Diese strategischen Feinheiten hier. Springer D5, Turm D8. Ah, wahrscheinlich nicht Turm D8, Dame D8 mal wahrscheinlich. Dame D8. Springer E7, Dame E7. Meine Güte, endlich wieder eine Figur abgetauscht. Jetzt kann ich meine brutale Rechenpower noch besser einsetzen. Dame E7, Läufer C5, C5. Bong. Turm A5, Turm A8. Bis ist nur die Soundkulisse hier dran. Turm A8, wo bin ich denn? 33. Turm A8, Turm A8. Man stelle sich vor, man müsste auf diese Art und Weise Blitzpartien spielen, man wird ja verrückt werden. Dame D1, Läufer E6. Wenn man dann noch wenig Zeit hätte, ein paar Sekunden, dann wird es ja bekloppt werden. Würde ich freiwillig schon aufgeben. Turm A8, Dame D1, Läufer E6. C4, F6. F4. Turm A2. Turm D8, Schach König G7. Meine Bung, hier sehen Sie Schach, Schach, Schach. Ich zeige es noch ein paar Sekunden an. H3, F4 schlägt. F4 schlägt, F4 schlägt. Was sollen wir nur machen? Lass uns doch ein Schachprogramm machen. Da haben wir doch alle keine Ahnung von. Ja, mein Nachbar ist Schachgroßmeister. Also kommt mal eine Stunde vorbei und wirft da mal einen Blick drauf. Wo bin ich denn jetzt? 40 Dame C7. Turm D2. Mann, ich Waffeleisen, ich. Turm A6. Also der schwarze Turm nach A6, klar. Turm A6, Dame F1, diese Spannung. Turm A3, hin und her und her und hin. Turm D3. Turm A2, fantastisch. Beide wussten sie nicht mal, was sie machen sollen. Minus 0,49. Dame B1. Ich nehme an, das wird Remis. Ist ja gleich schon zu Ende. Dame A5. F5. Ja, es wird wohl Remis sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass bei plus 0,66 hier. Ich weiß gar nicht, warum ich das hier abgebrochen habe. Ich meine, man konnte sogar bei den Schachcomputern. Ich weiß gar nicht, ob das beim Polgar wirklich möglich war. Ich meine, es war tatsächlich möglich, Remis anzubieten. Aber ist die Stellung Remis? Ich kann jetzt meine Brille wieder abnehmen. Das ist natürlich die Frage. Würde man das Remis machen? Aber bei dem. Ja, gut. Wer ist denn jetzt am Zug hier in der Stellung? Muss ich mal gucken. Also, wenn F5 der weiße Zug war, dann ist das 0-1. Und zwar wegen. Könnt ihr einen Blick drauf werfen, ob ihr das seht? Ich kann nochmal einen Schokola nehmen. Hab noch eine Minute. Vorteil wäre natürlich jetzt zu pausieren. Pausieren Sie bitte jetzt, jetzt, jetzt. Und bitte pausieren und bitte pausieren. Da haben Sie jetzt Pech gehabt. Zack. Deswegen nehme ich mal an 0-1. Da hat der Polge also gewonnen. Ich habe auch kein Ergebnis hier draufstehen. Aber warum steht dann hier plus 0,66? Wenn das doch einfach so die Dame gewinnt. Verstehe ich nicht. Verstehe nur ich das nicht? F5 plus 0,66. Also Turm A2, warte, Dame B1 steht hier auch. Dame A5, F5. Nun ja. Vielleicht habe ich es auch nicht geschafft, die Partie fehlerfrei nachzugeben, aber ich nehme an, die hat Schwarz gewonnen. Ich verabschiede mich mal. Bis zum nächsten Video. Der Polger war ein sehr schönes Gerät. Kann man nicht anders sagen. Exklusivgerät mit Schublade und so, das war schon richtig edel. Heutzutage spielt man eher im Internet.